Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Für die Familien der NSU-Opfer könnte die Entscheidung von heute wenigstens ein wenig wie Genugtuung gebracht haben. Unsere Tagesthemen. Mordserie, Anklageerhebung gegen Schäpe und Unterstützer. Generationswechsel, Chinas KP und die Nachfolger. Und Filmausschnitt, wie die fiktive Band Fraktus Kinohit werden könnte. Das ist unser 11. September, unser nationales Trauma. Das sagt der Generalbundesanwalt Harald Range über die Mordserie des nationalsozialistischen Untergrund. Wie konnte es sein, dass die Mitglieder des NSU 9 Mitbürger ausländischer Herkunft und eine Polizistin töten konnten, ohne dass ein rechtsextremer Zusammenhang erkannt wurde? Die Terrorgruppe gibt es seit einem Jahr nicht mehr. Zwei Mitglieder brachten sich um, als sie nach einem Banküberfall kurz vorm Auffliegen waren, und die Komplizin Beate Schäpe stellte sich der Polizei. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft und schweigt. Nun hat die Bundesanwaltschaft Klage gegen sie erhoben. Gigi Deppe und Stefanie Undes berichten. Beate Schäpe gleichberechtigt neben den anderen beiden NSU-Mitgliedern. Ein Foto mit Symbolcharakter. So soll ihr Verhältnis auch in Wirklichkeit gewesen sein, sagt der Generalbundesanwalt, der heute der Presse Auskunft über die Anklage gab. Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos führten die Mordanschläge und Raubüberfälle aus. Die angeschuldigte Schäpe gab dem NSU den Anschein von Normalität und Legalität. Sie sei für die Logistik verantwortlich gewesen, habe das Geld verwaltet und gefälschte Ausweise besorgt. Gleichberechtigtes Mitglied einer Mörderbande, war das absehbar? Der Sozialarbeiter Thomas Grund hat Schäpe kennengelernt, bevor sie nach rechts abdriftete. Mit 16 besuchte sie regelmäßig seinen Jugendclub in Jena. Sie kam als völlig unauffälliges Mädchen hierher. Typisches 16-jähriges Mädchen. Ohne politische Ambitionen, verliebt sich in Uwe Mundlos und verändert sich mit ihm zusammen und kommt immer seltener, bis sie ganz weg war. Der ARD zeigt er Aufnahmen, die er 1991 von ihr gemacht hat. Beate im Kreis von anderen Jugendlichen. Sie tut sich nicht groß hervor, ist noch ganz schön unsicher. Die anderen führen das Wort. Thomas Grund erinnert sich, zu dieser Zeit war ihr Zuhause wohl kein großer Halt. Ich weiß nur, dass sie bei der Großmutter aufgewachsen ist, dass sie von ihrer Großmutter immer sehr liebevoll gesprochen hat. Der Vater wurde nie erwähnt, den gab es auch nicht. Und auch ihre Mutter war mehr abwesend als anwesend. Ja, es gab schon mal Ärger mit der Polizei, aber nur wegen Ruhestörung. Ansonsten wirkte sie durchaus gefestigt. Welche Rolle spielt Alkohol für die Freizeit? Keine große eigentlich. Bleibt die Frage, ist sie später auch im Hintergrund geblieben? Welche Rolle kann sich Thomas Grund vorstellen? Dass sie die Drahtzieherin war, traue ich ihr nicht zu. Ich denke eher, dass die Drahtzieher die Männer waren. Die hatten auch die Kontakte zu den anderen Männern im Land. Vielleicht werden im Prozess mehr Details zu ihrer Rolle bekannt. Bislang heißt es, ab nächsten Frühjahr wird hier im Oberlandesgericht München verhandelt. Mit dabei noch vier weitere Angeklagte, unter anderem der ehemalige NPD-Funktionär Ralf Wohleben und ein Freund aus Düsseldorf, Carsten S. Beide sollen die Waffe für die 9 Morde besorgt haben. Mit dem Münchner Prozess wird aber der NSU-Komplex vermutlich noch nicht abgeschlossen sein. Die Ermittlungen gegen die übrigen 8 als Unterstützer des NSU-verdächtigen Beschuldigten dauern an. Unklar ist immer noch, inwieweit das Umfeld eingeweiht war. Ein Jahr nach den Selbstmorden von Mundlos und Bönhardt ist der Prozess gegen die wichtigsten Figuren erst einmal auf den Weg gebracht. Ja, wir würden gern mehr erfahren über das einzig noch lebende Mitglied des NSU. Deshalb begrüße ich den Generalbundesanwalt Harald Range in Karlsruhe. Guten Abend, Herr Range. Guten Abend, Frau Mioska. Wie kann jemand eine Mittäterin sein, von der es heißt, dass sie gar nicht am Tatort war? Eine Mittäterin oder ein Mittäter ist jemand, der eine Tat als eigene will. Und das nehmen wir in diesem Fall auch an, dass Frau Schäpe nicht nur eine Helferin oder Unterstützerin des NSU gewesen ist, sondern dass sie Mittäterin war. Sie haben heute schon gesagt, Frau Schäpe war ja für so eine Art Normalität in dieser Gruppe zuständig. Was bedeutet das?
Genau, entscheidend für diese Gruppe war es, dass sie ein normales Leben führte unter einer falschen Legende, unter falschem Namen, aber eben eine bürgerliche Fassade aufgebaut hat. Ohne diese Fassade wäre es gar nicht möglich gewesen, nach unserer Auffassung, dass sich diese Gruppe, diese terroristische Vereinigung, über 10 Jahre lang im Untergrund hat aufhalten können. Nach allem, was Sie jetzt wissen, welches Ziel stand hinter all diesen Taten? Was wollten die erreichen? Es war ein extrem fremdenfeindliches, ja rassistisches Ziel, nämlich eine Verunsicherung unserer vielen ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger durch ihre verbrecherischen Taten, insbesondere eben die Morde an ausländischen Mitbürgern verteilt über das ganze Bundesgebiet. Es gab ja schon nach den ersten Morden ernstzunehmende Hinweise auf einen rechtsradikalen Hintergrund. Wenn diese Hinweise nicht irgendwo liegen geblieben wären, hätten Sie damals schon ausgereicht, um die drei festnehmen zu können? Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Im Nachhinein ist es immer schwierig festzustellen, was damals gewesen wäre. Also Sie können nicht beurteilen, ob man möglicherweise diese Mordserie hätte verhindern können? Es war schwierig, aus der Serie von Morden auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund zu schließen. Das hat man offensichtlich nicht getan. Und dadurch konnte es geschehen, dass diese Gruppe weiter und so lange ungehindert im Untergrund leben und ihre Straftaten begehen konnte. Warum hat denn eigentlich Ihre Behörde 14 Jahre lang nichts gemerkt? Wir dürfen nur tätig werden, wenn ein terroristischer Hintergrund zu sehen ist. Und das, so haben die Behörden uns mitgeteilt, war nicht gesehen worden und damit ist für uns keine Zuständigkeit. Alleine eine organisierte Kriminalität zu verfolgen, ist den Ländern vorbehalten, insbesondere dort den Staatsanwaltschaften und den Polizeien. Welche Konsequenzen fordern Sie, dass das vielleicht künftig anders laufen könnte? Ich wünsche mir, dass wir aktiv einbezogen werden. Aber in diesem Fall, wo niemand auf den Gedanken gekommen ist, einen rechtsterroristischen Hintergrund zu vermuten, wäre es für uns schwierig gewesen, von uns aus tätig zu werden. Als Sie vor einem Jahr Generalbundesanwalt geworden sind, da kam dieser Fall gerade auf Ihren Tisch. Ein Verbrechen, das Sie als ein nationales Trauma bezeichnet haben. Wie groß ist Ihr persönlicher Ehrgeiz, dieses Verbrechen aufzuklären? Natürlich habe ich einen großen Ehrgeiz, einen professionellen Ehrgeiz, den jeder Staatsanwalt, jede Staatsanwältin auch hat. Und ich habe das als eine sehr große Herausforderung gesehen, die auf mich zugekommen ist. Und ich muss auch sagen, dass wir innerhalb eines Jahres mit umfangreichen Ermittlungen des Bundeskriminalamtes und der Generalbundesanwaltschaft es erreicht haben, hier einen hinreichenden Tatverdacht in diesem Umfangsverfahren zu begründen. Darüber bin ich sehr erleichtert. Und ich danke für das Gespräch dem Generalbundesanwalt Harald Rangner. Vielen Dank. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Dass der Generalbundesanwalt erst jetzt Anklage erhebt, mehr als 5 Jahre nach dem letzten Mord des NSU, liegt vor allem daran, dass das Warnsystem nicht funktioniert hat und jetzt niemand, aber auch niemand, eingestehen will, das Feuer gesehen zu haben. Der Untersuchungsausschuss im Bundestag soll aufklären, warum die Sicherheitsbehörden eine ganze Mordserie nicht bemerkt haben. Er kommt aber fast nicht dazu, weil die Abgeordneten um die Akten geradezu kämpfen müssen. Nicht selten werden ihnen wichtige vorenthalten, auch vom militärischen Abschirmdienst MAD. Marco Spieker. Seit Anfang des Jahres wälzen sie Akten, befragen Zeugen und stehen im Mittelpunkt der Aufarbeitung des NSU-Terrors. Jetzt verlagert sich ein Teil der Aufmerksamkeit auf den Gerichtsprozess. Aber die Arbeit des Ausschusses, versichern die Mitglieder, ist noch lange nicht getan. Im Prozess können nur die Mordtaten angeklagt werden. Der Untersuchungsausschuss hat einen deutlich größeren Auftrag, nämlich auch, wie kam es dazu, dass die Terrorgruppe in den Untergrund gekommen ist? Wie können wir Rechtsextremismus besser bekämpfen? Immer deutlicher wird das Versagen der Sicherheitsbehörden. Ein ehemaliger Oberst des militärischen Abschirmdienstes bestätigt, dass die rechtsextreme Gesinnung von Uwe Mundlos bereits während seiner Bundeswehrzeit bekannt war. Er wurde vernommen, seine Bekenntnisse in einem Protokoll festgehalten. Dennoch wurde er befördert. Auch der heute Mitangeklagte André E. war bekennender Nazi und trug sogar eine Tätowierung mit den Initialen von Adolf Hitler. Die Bundeswehr mag zwar nicht mehr die Schule der Nation sein, sie war aber in den 90er Jahren die Schule der Rechtsextremisten. Das hat dieser Zeuge bestätigt. Man hatte sehr viele Rechtsextremisten da
Man hat sie auch erkannt. Man hat sie ausgebildet. Ich finde es einfach erschreckend, dass wenn man feststellt, da ist jemand auf dem Weg zum Rechtsterroristen, da ist jemand einschlägig in Erscheinung getreten, dass man den noch weiter am Maschinengewehr Waffenausbildung betreiben lässt. Das ist unfassbar. Noch unglaublicher, nach dem Abtauchen von Mundlos und seinen NSU-Komplizen forschte der MAD jahrelang nach dem Trio, in wessen Auftrag und mit welchem Ergebnis ist ungeklärt, genau wie die Frage, warum keine Verbindungen zu der Mordserie gezogen wurden. Wer hatte so Grund, gezielt beim MAD darum zu bitten, Nachforschungen anzustellen, hat dann dieses Wissen auch bekommen? Immer wieder, 99, 2000, 2002. Aber warum wurde daraus nicht mehr gemacht? Also das wäre ja auch, glaube ich, der Ansatzpunkt gewesen, das Trio zumindest festzunehmen. Auch diese Sitzung liefert nicht den großen Erkenntnisdurchbruch, nur weitere Eindrücke, die ins Gesamtbild passen. Und das offenbart nicht so sehr böse Absichten der Sicherheitsbehörden, eher jede Menge bürokratische Blindheit. Wo stehen wir heute, gut ein Jahr nach Bekanntwerden der NSU-Mordserie? Zum bevorstehenden Prozess gegen Beate Schäpe ein Kommentar von Frank Bräutigam vom Südwestrundfunk. Bei den Gedenkfeiern der letzten Tage war eines immer wieder zu hören. So viele Fehler seien bei der Aufklärung der Mordserie passiert. Nun sei es endlich Zeit für Antworten. Ist die Anklage gegen Beate Schäpe und 4 mutmaßliche Unterstützer heute nun eine erste Antwort? Ja und nein. Ja, denn die Anklage belegt, dass die Ermittlungen zumindest seit einem Jahr unter Hochdruck laufen. 1.000 Ordner an Verfahrensakten, 1.200 vernommene Personen, über 6.000 analysierte Beweisstücke. Das kann sich sehen lassen. Die Anklage ist selbstverständlich noch keine endgültige Antwort auf die Schuldfrage. Die Bundesanwaltschaft geht aufs Ganze, klagt Beate Schäpe als gleichberechtigte Mittäterin der Morde an. Darauf steht, im Falle einer Verurteilung, lebenslange Haft. Doch langsam, die gleichberechtigte Rolle von Beate Schäpe muss erst zur Überzeugung des Gerichts bewiesen sein. Es sind oft schwierige Wertungsfragen, ob jemand Mittäter oder nur Gehilfe ist, der dann milder bestraft wird. Die Schuldfrage wird erst im Gerichtssaal geklärt. Nach den Regeln des Rechtsstaats gegen dessen Feinde vorgehen, das muss das Motto des nun anstehenden Prozesses in München sein. Das wird anstrengend, mühsam, langwierig werden. Definitiv aber wird es einer der spannendsten Prozesse der deutschen Geschichte. Ein richtiger Trost ist es für die Angehörigen der Opfer angesichts der vielen Pannen sicher nicht, aber zumindest seit dem Auffliegen der Terrorgruppe vor einem Jahr ist die deutsche Justiz auf dem richtigen Weg. Vielleicht kann der heutige Tag insofern eine Art Hoffnungsschimmer sein. Egal wie der Prozess ausgeht, am Ende müssen alle beteiligten Instanzen sagen können, wir haben alles zur Aufklärung der Morde getan. Diese Antwort sind sie den Opfern schuldig. Frank Bräutigam kommentierte. Die Sicherungsverwahrung von gefährlichen Straftätern soll neu geregelt werden. Die Nachrichten mit Judith Rakers. Der Bundestag hat am Abend einem Gesetzentwurf zugestimmt, mit dem Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt werden sollen. Die Karlsruher Richter hatten beanstandet, dass sich die langfristige Unterbringung von gefährlichen Straftätern zu wenig von einer Gefängnishaft unterscheidet. Nun muss sich der Bundesrat mit der Vorlage befassen. Das griechische Parlament hat in der Nacht mit knapper Mehrheit ein weiteres Sparpaket verabschiedet, wie von den internationalen Kreditgebern verlangt. Die Regierung von Ministerpräsident Samaras will allein in den kommenden 2 Jahren 13,5 Milliarden Euro einsparen. Als nächstes soll das Parlament am Sonntag über den Haushalt des kommenden Jahres abstimmen. Davon macht die EU-Kommission die nächste Kreditrate abhängig. Der Leitzinssatz in der Eurozone bleibt bei historisch niedrigen 0,75%. Das gab EZB-Chef Draghi am Mittag bekannt. An den Börsen war das erwartet worden. Der Dow Jones beendete den Handel bei 12.811 Punkten. Das ist ein Minus von 0,9%. Der DAX schloss bei 7.205 Punkten. Das sind 0,4% weniger als gestern. Im Fokus der Anleger heute unter anderem die Deutsche Telekom. Abschreibungen auf das Mobilfunkgeschäft haben dem Konzern Milliardenverluste gebracht. Mehr dazu von Anja Kohl. Rund 7 Milliarden Euro beträgt der Fehlbetrag in der Quartalsbilanz der Telekom wegen erneuter Abschreibungen auf die Tochter T-Mobile USA. Seit Jahren versucht der Konzern, sie loszuwerden. Eine nicht enden wollende Geschichte. Jüngst wollte sie der US-Konzern AT&T kaufen, doch in letzter Sekunde untersagten Wettbewerbshüter den Verkauf. Wegen all der Misserfolge ist die Mobilfunksparte nun weniger wert. Deshalb auch die schlechte Bilanz. Trotz allem aber sollen die Telekom-Aktionäre eine gleichwertige
gleichbleibende Dividende erhalten. Es gab Gerüchte, sie würde gekürzt. Das wäre in der Tat schlimm für die Anleger gewesen. Die hohe Dividende ist seit Jahren ihre einzige Freude, denn der Aktienkurs dümpelt seit langem unter 10 Euro. Auch heute bewegte er sich kaum. Nachdem wir uns in den vergangenen Tagen ausführlich mit der Wahl in den USA beschäftigt haben, kommen wir heute zum Deutschland-Trend. Denn auch die deutsche Regierung hätte gerne das, was Barack Obama gerade bekommen hat, eine Wiederwahl im kommenden Jahr. Auch zu diesem Zweck hat die schwarz-gelbe Koalition zuletzt ein paar Beschlüsse gefasst, die sie selbst, aber auch die Wähler beglücken sollen. Jörg Schönborn in Köln, machen denn diese Ideen die Wähler tatsächlich glücklich? Naja, zunächst mal sind die ja immer dann skeptisch, wenn der Staat zusätzliches Geld ausgeben will. Der Schuldenberg macht vielen Menschen Sorgen. Deshalb ist es erstaunlich, wie positiv zumindest ein Teil dieser Beschlüsse bewertet wird. Die Abschaffung der Praxisgebühr finden 88% gut, 10% nicht. Den Rentenzuschlag für Geringverdiener, 85% finden ihn richtig, 14% nicht. So richtig auf Ablehnung stößt eigentlich nur einer der Beschlüsse, nämlich das geplante Betreuungsgeld, 39% dafür, 59% dagegen. Auf der einen Seite soll Geld ausgegeben werden, auf der anderen Seite hat die Regierung versprochen, 2014 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, also nur noch für bestimmte Dinge Schulden zu machen. Wir wollten wissen, glauben Sie, dass es wirklich zu einem solchen ausgeglichenen Haushalt 2014 kommt? Und haben von 19% der Befragten die Antwort bekommen, ja, das wird gelingen. Die große Mehrheit, 78%, hat da Zweifel. Das ändert aber nichts an dem insgesamt positiven Urteil über die Beschlüsse. Per Steinbrück ist seit genau einem Monat in der Kandidatenrolle und genauso lang wird über seine stattlichen Nebeneinkünfte diskutiert. In der vergangenen Woche hat er sogar offengelegt, wie viel genau er für seine Vorträge bekommen hat. Ist die Debatte damit beendet? Ich denke nicht, Politiker und ihre persönlichen Einkünfte, das ist immer ein ganz besonders heikles Thema. Wir haben zunächst mal eruiert, was halten Sie überhaupt davon, dass Politiker nebenher Vorträge halten und dafür auch Geld bekommen, und sind da auf ein erstaunlich positives Echo gestoßen. Immerhin 56% sagen, ich finde das grundsätzlich richtig, ich habe damit kein Problem, auch wenn es bezahlt wird. Bei Peer Steinbrück sieht die Sache ein bisschen anders aus. Die Nebentätigkeiten werden ihm bei der nächsten Bundestagswahl schaden, glauben immerhin 67%. Gut möglich, dass das mit dem Ausmaß dieser Vorträge und auch der Einkünfte zu tun hat. Wir können an unseren Zahlen sehen, ob es der Vergleich der Glaubwürdigkeit zwischen der Kanzlerin und ihm ist oder die Frage, wer besser für soziale Gerechtigkeit geht. Überall schadet das deutlich seinen Werten, aber am deutlichsten wird es in unserer monatlichen Politiker-Hitliste, was da in den letzten Wochen passiert ist. Das hier ist die Tabellenspitze im September, bevor Steinbrück nominiert wurde, Platz 6. Das hier im Oktober, nach der Nominierung, Platz 3. Und das hier heute, nach der Debatte um seine Vorträge, wieder Platz 6. Peer Steinbrück, 50%, minus 9 Punkte, sind mit seiner Arbeit zufrieden. Weit weg von Angela Merkel, Wolfgang Schäuble und Hannelore Kraft im Spitzentrio. Hannelore Kraft jetzt auf Platz 3, 58%, Schäuble 65, Merkel 68. Und dann liegen dazwischen auch noch Steinmeier 56 und de Maizière 55%. Diese Diskussion hat Steinbrück also im doppelten Sinne zurückgeworfen. Mhm. Bleibt die Frage, was das für Auswirkungen auf die politische Stimmung hat, 10 Monate vor der Wahl. Eine Regierung, deren Geschenke gut ankommen, aber eine Opposition mit einem Kandidaten, der in der Kritik steht. Ich fange mal mit der Regierung an. Es war ja die FDP, die das Populärste eingebracht hat, die Abschaffung der Praxisgebühr. Wir haben deshalb diejenigen, die 2009 entweder Union oder FDP gewählt haben, noch mal rausgefiltert und gefragt, sind Sie eigentlich zufrieden mit dem, was Ihre Partei geleistet hat, und bekommen höchst unterschiedliche Antworten. Im Falle der Union 66% der Wähler zufrieden. Im Falle der FDP sind 69% der Wähler enttäuscht, mehr als 2/3. Und das heißt, die große Mehrheit der damaligen FDP-Wähler will ihr Kreuz nicht mehr an der gleichen Stelle machen. Entsprechend unterschiedlich auch die Auswirkungen auf die Sonntagsfrage. Die Union, zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder bei 40%. 2007 war sie da zuletzt, einen Punkt zugelegt. Die SPD verliert einen Punkt, 30%. Bei der FDP überhaupt keine Wirkung der Koalitionsbeschlüsse, 4% unverändert. Die Linke bei 6%, die Grünen tanken Kraft, 3 Punkte zugelegt, 14%, und die Piraten bei 4% unverändert. Es lohnt sich, der Blick auf die beiden großen Parteien Union und SPD und deren Entwicklung
in den letzten Monaten. Im Mai noch, im Frühjahr, waren die beiden fast genau beieinander. Nur 3 Punkte Unterschied, 33 zu 30. Und dann geht die Kurve der Union kontinuierlich nach oben. Die SPD tritt auf der Stelle, jetzt sind es 10 Punkte. Es sind genau die Monate, in denen die Euro-Krise sich ein wenig beruhigt hatte. Allerdings, die Partner gleichen das aus. Der FDP-Partner Union bringt so wenig auf die Waage, dass Rot-Grün und Schwarz-Gelb unter dem Strich im Moment genau gleich viele Wähler binden. Alle diese Zahlen wie immer ab sofort auch im Internet unter tagesschau.de. Der Deutschlandtrend von Jörg Schönborn. Vielen Dank. Danke nach Hamburg. In welchem Land wohnen mehr als 250 Milliardäre und werden so viele Bentleys und Porsches verkauft wie sonst nirgendwo auf der Welt? Es ist China. Das Land, das stolz ist auf seinen Sozialismus, seine 5-Jahrespläne und seine Partei, die vorgibt, wo es lang geht. Bisher beschritt die Partei 2 Wege, wirtschaftlich offen, politisch aber in engen Grenzen. Diese süß-saure Kombination schmeckt den Chinesen immer weniger, denn es gibt neben den vielen Reichen auch weiter viele Arme. Wenn nun beim 18. Parteitag fast die gesamte politische Führung ausgetauscht wird, glauben die wenigsten an einen wirklichen Wechsel. Aus Peking berichtet Ariane Reimers. Willkommen 18. Parteitag. Beinahe an jeder Straßenecke prangen die Plakate. Wir begrüßen die erfolgreiche Eröffnung des Parteikongresses, leuchtet an den Wolkenkratzern. Für immer mit der Partei in eine glorreiche Zukunft. Sozialistische Rhetorik im 21. Jahrhundert absurd. Überall in Peking sitzen freiwillige Sicherheitshelfer, meist Rentner mit Blockwartfunktion. Sie sollen Auffälliges melden. Den Taxibetrieben wurde befohlen, die Fensterkurbeln auf den Rücksitzen abzuschrauben, damit Fahrgäste nicht etwa Flugblätter herauswerfen. Ein Land im Überwachungswahn. Überall kontrollieren sie. Meinen Ausweis schon 7-mal. Als ich nach Peking reingefahren bin, musste ich durch 2 Straßen sperren, um überhaupt in die Stadt zu kommen. Das ist schon ein komisches Gefühl. Die Parteikader haben offensichtlich Angst vor ihrem Volk. Angst, dass irgendetwas den Ablauf ihres Spektakels stören könnte. Die große Halle des Volkes, hier tagen seit heute mehr als 2000 Delegierte. Die Führung des Landes wird ausgetauscht, einmal in 10 Jahren. Es soll ein ganz nahtloser Übergang werden, wie bei einer Firma, die ihren Geschäftsführer austauscht. Und eigentlich ist es egal, wer der Geschäftsführer ist. Aber für die Menschen macht das durchaus einen Unterschied. Der scheidende Parteichef Hu Jintao zeigt sich an der Seite seines 86-jährigen Vorgängers. Ein Zeichen, dass die alte Garde der Partei immer noch großen Einfluss hat. Die Entwicklung Chinas in den vergangenen 10 Jahren lobt Hu Jintao in seiner Rede, warnt aber auch vor der Korruption in den eigenen Reihen. Wenn es uns nicht gelingt, dieses Problem zu lösen, könnte das tödlich für die Partei sein. Das könnte ihren Zusammenbruch bedeuten und den Untergang des Staates. Wir müssen jede Anstrengung unternehmen, das zu verhindern. Wir müssen wachsam sein. Sein designierter Nachfolger Xi Jinping muss weitere Probleme lösen. Die Schere zwischen Arm und Reich schließen, die Umweltverschmutzung bekämpfen, den Staatsapparat modernisieren. Ob Xi Jinping in den kommenden 10 Jahren etwas bewegen kann und vor allem was, hängt auch davon ab, wer im ständigen Ausschuss des Politbüros sitzen wird, dem elitären Machtzirkel der Partei. Mehr Konservative, mehr Reformer. Die Namen und auch die Anzahl der Mitglieder, 7 oder 9, werden in der kommenden Woche verkündet. Dann also erst werden die richtigen Weichen gestellt. Christine Adelhardt in Peking. Wenn dieses Land wirtschaftlich weiter wachsen will, kann sich die Partei dann noch lange politischen Reformen entziehen? Das kommt darauf an, was man unter politischen Reformen versteht. Um wirtschaftspolitische Reformen wird China wohl kaum herumkommen. Der Markt muss sich hier weiter öffnen, der Finanzmarkt muss liberalisiert werden und auch die Monopole der staatlichen Betriebe müssen gebrochen werden. Ob Xi Jinping diesen Reformschub schaffen wird, hängt davon ab, ob er sich gegen konservative Kräfte durchsetzen kann. Wenn hierzulande aber von politischen Reformen die Rede ist, dann sind damit immer innerparteiliche Reformen gemeint. Das heißt mehr Transparenz in der Partei, Öffnung der Partei hin für alle Bevölkerungsschichten. Dazu zählt dann auch der Kampf gegen die Korruption.
Mit diesen innerparteilichen Reformen aber ist keinesfalls gemeint, dass sich China nun hin zu einer Demokratie entwickeln wird, zum Mehrparteiensystem, zu Wahl- und Meinungsfreiheit. Das, glaube ich, kann man nicht erwarten. Nichts deutet bislang darauf hin, dass Xi Jinping eine Art neue Gorbatschow werden könnte. Er wird wohl auch am Führungsmonopol und am Führungsanspruch der Kommunistischen Partei festhalten. Danke, Christine Adelhardt. Und zum Machtwechsel in China zeigt das Erste eine Sondersendung mit dem Titel China, was will die neue Führung? Gleich im Anschluss an diese Tagesthemen. In den USA gibt es keinen Machtwechsel. Dort hat für Barack Obama nach seinem Wahlsieg wieder der Alltag in Washington begonnen. Noch einmal Judith Rakers. Nach den Siegesfeiern ist Barack Obama in der Nacht mit seiner Familie nach Washington zurückgekehrt. Dort stehen die nächsten innen- und außenpolitischen Themen an. Das Weiße Haus gab heute bekannt, dass Obama noch in diesem Monat als erster US-Präsident Myanmar besuchen wird, das frühere Birma. Vor seiner Vereidigung im Januar muss er mit der republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus einen Sparkompromiss finden. Bei mehreren Anschlägen in Afghanistan sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. In der südlichen Provinz Kandahar riss ein Selbstmordattentäter 3 Polizisten mit in den Tod, als er an einem Kontrollpunkt einen Sprengsatz zündete. In der Provinz Helmand starben 10 Menschen, als ihr Fahrzeug auf eine Mine fuhr. Einen Tag nach dem schweren Erdbeben in Guatemala suchen Rettungstrupps weiter nach Verschütteten. Die Zahl der Todesopfer ist auf mindestens 52 gestiegen. Besonders betroffen ist die Region um San Marcos, nahe der Grenze zu Mexiko. Das Beben der Stärke 7,4 war das folgenschwerste seit mehr als 30 Jahren in dem mittelamerikanischen Land. Zum Fußball. Am 4. Spieltag der Europa League siegte der VfB Stuttgart 2:0 in Kopenhagen. Damit haben die Schwaben nun gute Chancen auf das Erreichen der K.O.-Runde. Auch Borussia Mönchengladbach bleibt im Rennen um den Einzug in die nächste Runde nach einem 2:2 bei Olympique Marseille. Was wir immer schon befürchtet haben, ist tatsächlich wahr. Im Musikgeschäft wird gelogen und betrogen. Milli Vanilli, nur Lippenbekenntnisse. Stefan Mross, von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und jetzt pfeifen auch noch die Kastelruther Spatzen auf ihr eigenes Lied, das den schönen Titel trägt, Wahrheit ist ein schmaler Grat. Kann es noch schlimmer kommen? Ja. Denn nun erzählt ein Kinofilm die lange Geschichte einer Band, die es gar nicht gab. Christian Stichler hat Fraktus gesehen. Das Comeback des Jahres ist der Höhepunkt des Films. Der Auftritt von Fraktus beim diesjährigen Melt-Festival in Dessau. Die erfundene Band, die Musikgeschichte geschrieben haben soll, auf einer realen Bühne. Täuschung in Perfektion. Denn Fraktus ist das neue Kunstprodukt des Hamburger Komikertrios Studio Braun. Gerade in Musikdokumentationen über Bands wie Metallica oder Anvil haben wir immer das Gefühl gehabt, dass die uns eigentlich ein bisschen bescheißen wollen. Und deswegen haben wir gedacht, das ist die ideale Angriffsfläche, um da eine Parodie drauf zu machen. Im Grunde auf dieses ganze Gewerbe, dieses ganze Schein und Sein, wo eigentlich kein Gefühl mehr echt ist. Wie im echten Leben gehört ein wichtigtuerischer Musikagent dazu, gespielt von David Striso. Er macht sich auf die Suche nach der Kultband der 80er und ihren Wegbegleitern. Alles perfekt inszeniert. Für mich waren Fraktus immer die Größten, muss ich sagen. Waren, ich will nicht sagen Vorbilder, aber wir haben die doch alle sehr... sehr, sehr gut gefunden. Schade, dass dann von denen überhaupt nichts mehr kam irgendwie. Also ich habe nichts mehr von denen gehört, ich weiß auch gar nicht, was die machen. Nachdem die also doch wirklich so spektakulär ihre Auftritte hingelegt haben, dachte ich mir, dass die eigentlich noch die nächsten 10 Jahre zu hören sein werden. Aber auf einmal war Schluss und das war's. Für das Revival von Fraktus muss Thorsten, gespielt von Heinz Strunk, erst einmal von seiner Partyinsel zurückgeholt werden. Und hinten ist eine Ecke, die ist ganz angenehm in der Mittagszeit, weil da praktisch immer Schatten ist. Ne? Also tierisch heiß hier. Frontmann Dicky im Film Rocco Schamoni wechselt aus seinem Internetcafé zurück auf die Bühne. Was ist das? Das ist meine Art von Musik. Verstehe. Fraktus ist im wahren Leben angekommen. Mit eigener CD und eigenen Fanartikeln touren die Männer von Studio Braun zurzeit quer durch Deutschland. Und wer weiß, vielleicht wird aus der Fiktion am Ende doch noch echte Musikgeschichte. Vielen Dank. Leider auch ganz echt und nicht fiktiv ist das Schmuddelwetter, das Claudia Kleinert jetzt für morgen ankündigt. Und um 0:15 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit dem Nachtmagazin. Bis morgen.